Ich will eigentlich nur wissen, ob er mich über den Sommer bringt. Nein. Moin Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr wolltet es so, ich mache es. Ich bin jetzt spontan zum Motorenzimmer nach Hannover gefahren. Ich werde ihn mal fragen, was da so komische Geräusche macht etc. Er ist ja absoluter Mercedes, insbesondere AMG-Profi. Mal gucken, wie er auf meinen kleinen M113-500er reagiert. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich bin ein bisschen zu spät, aber ich weiß ja, die Jungs sind immer ein bisschen länger in der Halle. Gucken wir mal. Was grundsätzlich schon mal ein Riesenproblem ist, der Wagen ist die ganze Zeit zu heiß gewesen. Ich habe echt richtig, richtig Angst, was er mir da sagen wird. Ich mach mal kurz das Tor. Ja. Ich hoffe, er schmeißt mich nicht gleich wieder runter. Oh Gott. Ja, ich fahre einfach mal rein. Was ist das denn? Oh, nee, ne? Jetzt? Ah, ja, Pierre. Das ist meine neue Bude. Ja, und jetzt? Ich würde mal fragen, ob du kurz. Einmal kurz einen Blick drauf werfen. 19 Uhr? Ja, ich habe mich ein bisschen verspätet. Ich war im Hypermiling mit 100 km/h hierher. Im Hypermiling? Aber was sagst du? 390.000 Kilometer gemacht. Ja, aber was. Ey, wir müssen jetzt hier Dachhaut einpassen. Jetzt sagst du einfach, kommst du einfach vorbei und jetzt. Weiß ich nicht. Also ich hatte auch hier angerufen und so, ging keiner ran. Dachte ich so, ja gut, scheint ja nicht so beschäftigt zu sein. Nö, überhaupt nicht. Deswegen gehen wir ja nicht ans Telefon. Also ich habe Zeit, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ich hab immer keine Zeit. Was hast du denn? Ja, er macht ein bisschen Geräusche, wie du vorne gehört hast. Ein Jaulen und Schwungscheibe unten, Kurbelwelle, wackelt alles ein bisschen. Ist halt nicht mehr der Jüngste, ne? Was ist das? 2001er CL... 215. 500. Ja, der 215er Baureihe. Ja, klar. Aber 500er. Ja, 500. M113. Und der jault. Ja. Ansonsten ist top. Ja, 391.000 Kilometer. Also gerade eingefahren oder was. Aber sonst keine Probleme. Sonst Problem befreit auf jeden Fall. Ich habe heute Morgen noch schnell den Luftmassenmesser gesetzt. Du mit dem Ding traust du dich her oder was? Ja, also das waren jetzt auch die ersten 200 Kilometer, die ich... Aber 391.000 Kilometer und 273 durch Salz oder was? Ist alles durchgerostet, auch wenn du hier mal so ein bisschen guckst an der Seite, man sieht hier noch so Grasrückstände, ich glaube der stand mal irgendwie im Rasen oder so. Ganz wild. Wann der letzte Ölwechsel ist, willst du auch nicht wissen hier. 28.08.2018. Ja, soll ich mal ankloppen, die Bude? Muss ich beiseite gehen oder kann ich bei stehen bleiben? Ja, kannst. 1,50 Meter Corona-Abstand zum Motor. Ach so, ja, machen wir mal. Eieiei. Hören wir mal ab hier. Das Problem ist, er macht alles Geräusche. Weißt du was? Wir fahren mal ganz unprofessionell eine Runde damit. Junge. Ein ganzer Lampenbaum an hier. Schlusslicht hinten rechts. Ja, komm. Das schön ist, Scheibenwischwasser. Das ist alles Kleinigkeiten, ne? Immerhin keine Motorkontrollleuchte. Katastrophe. Was piept denn hier so? Ja, PDC müssen wir auch ausmachen. Das ist nicht ganz abstand. Ich hoffe, du verzeihst aber eigentlich mir. Aber solche Leute hier immer mit dem leeren Tank her. Du hast es mit dem vollen hergeschafft? Ja, oder? Wie gesagt, ich habe... Oder geht die Tankanzeige nicht? Nee, ich habe Hypermiling gemacht. Der Luftmassenmesser hat geregelt. Neuer Luftmassenmesser. Ja, heute Morgen verbaut. Das ist ja, das weißt du ja, ist ja eine Sache von 5 Minuten. Ja. Mal eben. Ja. Kenn ich. So wie mal eben hier einfach vorbeikommen und dann Blinker geht. Den habe ich sogar schon getauscht, muss ich sagen, aber er blinkt trotzdem zu schnell. Blinker vorne links, ja. Aber er blinkt jetzt mit der Nebelleuchte. Alles gut. Elektroauto hier oder was jault hier so? Deswegen bin ich ja hier. Nein. Es macht halt keinen Spaß. Ne? Man hört halt Auspuffgeräusch, aber das Jaulen vorne ist lauter. Ich bin gerade am überlegen, ob ich hier die Probefahrt abbreche, weil mache ich mich denn hier nicht eigentlich... Ach ja. Alles klar. Ich weiß nicht, mache ich mich hier eigentlich strafbar mit, wenn ich hier mitfahre? Oder? Nein. Ich habe ja alles schon durchrepariert an dem Fahrzeug. Ja, alles nicht durchrepariert. Heizung ist dauerhaft an, oder? Heizung ist auch ganz komisch. Also ich glaube, die Sensoren verstehen sich nicht miteinander. Die macht immer zu warm. Also kalt geht gar nicht. Das klappert hier so. Ich weiß es nicht, das ist neu. Das ist neu? Das Klappern ist neu.
Das ist auch echt tatsächlich erst nach der Autobahn auch. Seit wann sitzt man denn im CL eigentlich so hoch? Oder geht, der geht hinten nicht ganz runter, ne? Das Geräusch ist echt, ja. Auch Windgeräusche hat er. Eigentlich praktisch gar nicht. Ja, da das Fenster, die Dichtung ist nicht ganz dicht. Das hört man manchmal. Manchmal schließt das Fenster richtig gut, manchmal nicht. Oder meinst du die Rüttelplatte jetzt? Ja, alles. Einfach. Was ist denn das Schnellste, was du bisher hier mitgefahren bist? 120. Und die Räder sind eingetragen? Die Räder sind... Das ist ja das Heftige. Die Räder, die vorher drauf waren, die waren nicht der richtige Lochkreis für dieses Fahrzeug. Die habe ich erstmal runtergeschmissen und die alten S-Klasse-Räder drauf gemacht, die für das Fahrzeug zugelassen sind. Zentrierringe haben die richtigen Bolzen. Da ist alles top. Oh, ja. Die habe ich sogar selber ausgewuchtet. Da beginnt das Problem schon. Mit einer Auswuchtmaschine, die mir immer gesagt hat, wo ich das... Ich dachte, ausgependelt irgendwie so. Nee, die sind top. Sag mal, die Auspuffanlage? Ja, die Auspuffanlage, die ist gerade behelfsmäßig nur. Übergangsweise. Mit ein paar Schellen. Und ein bisschen undicht. Aber das mache ich noch. Müssen wir auf jeden Fall mal drunter gucken. Ne? Oh Gott. Aber Motorlauf, sagst du, ist gut. Ja, bis auf die Geräusche. Aber du sagtest, Temperatur ist, wird zu warm. Aber Temperatur ist... Dir ist zu warm, weil es hier drin so warm ist. Oder Temperatur was? Hat er gerade auch über 80. Also ja, meine S-Klasse hatte immer Strich 80. Ja, nein. Gehalten. Ja, das war... Ist alles gut? Es ist explodiert, aber der fährt in alle Richtungen, ne? Ohne dass ich denke. Ja, ich weiß es nicht. Aktives Lenksystem oder was ist das hier? Aber deine Tanknadel, ne? Die geht aber echt mächtig nach unten hier. Du weißt, was du dir hier gekauft hast, ne? Ja, ich weiß, es ist ein Geldgrab, aber ich will eigentlich nur wissen, ob er mich über den Sommer bringt. Nein. Glaubst du nicht? Nein. Oha, nein, das niemals. Ist eine Ansage. Niemals. Außer du fährst im Sommer nicht. Oh Mann, Leute. Ich glaube, Pierre ist ordentlich sauer auf mich. Um ehrlich zu sein. Aber er hat sich bereit erklärt, sich den Wagen dennoch nochmal anzugucken. Was ich ihm noch nicht erzählt habe, ist, dass ich natürlich einen neuen Keilriemen und alles schon dabei habe. In der Hoffnung, dass er mir den vielleicht jetzt nochmal zu Feierabend verbaut. Ich bin auch gerade am Überlegen, ob es richtig war, damit vorher zu fahren, bevor wir uns den auf der Hebebühne angeguckt haben, weil ich wahrscheinlich mein Leben riskiert habe. Also ich muss dir jetzt schon sagen, Wagenheberaufnahme vorne rechts müssen wir ein bisschen sportlich aufbocken. Also hier hinten sieht das gut aus. Ja, da sieht es top aus, aber... Achso, ist ja auch nicht vorne rechts, sondern ist ja hinten links. Ja, ich... Ach du Scheiße! Ja, also... Ich will gar nicht, dass er diese Seite sieht. Was ist da los? Da darfst du nicht gucken. Ich stell mich da... Wo bockst du denn da auf? Ey, jetzt im Ernst? Das hat schon einen Grund gehabt, warum ich den da aufbocken wollte. Er stand schon dreimal so auf der Bühne bei uns. Ja. Das ist ja alles gut, Richard. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich den jetzt überhaupt aufbocken will. So, eigentlich nein. Also ich verzichte mal heute darauf, Kotflügelschoner anzulegen, weil nicht, dass ich mir die da dran dreckig mache. die nächsten Autos damit verkratze. Ja, okay. Ja. Da hättest du mal meine alte S-Klasse sehen sollen. Also dagegen ist der CL jetzt schon wirklich ein Step nach oben alles. Das riecht ja auch gar nicht so nach verbranntem Öl, also kein bisschen. Ja, dann bin ich jetzt mal gespannt. Oder auch nicht. Aber Hauptsache V8, ne? Weil die Felge sind, glaube ich, das Beste an dem Wagen. Aber Winterreifen, ist auch Winterreifenzeit, ne? Ja. Jo. Hier, warte. Oder weswegen hast du die gewählt? Dann kann ich dir ja einmal meinen ABC-Sensor sogar noch zeigen hier. Der ist auch sehr cool. Haben wir eine Lampe einmal, um zu leuchten? Wir haben auch bestimmt eine Lampe. Die Karre musst du dir vorstellen, die habe ich gekauft. Die hat immer Costa Concordia gemacht. Die hat sich immer vorne links so übel abgesenkt. Costa Concordia. Und dann? Was ist das hier? Ist das. Das ist doch. Ist das. Was habt ihr das gestrahlt? Das ist mein Blinker. Ach du Scheiße. Aber ABC-Fahrwerk funktioniert top. Ja, der ist oben abgebrochen hier. Sieht man gar nicht. Und dann habe ich den abgekriegt. Aber seitdem funktioniert gut. Abgefault alles. Und alles vergammelt. Das ist hier kein Rost oder so, ne? Das ist nur... Ja, okay. Ja, und hier auch die Kotflügel werden ja schon... Oh, das habe ich noch gar nicht gesehen. Nö. Um ehrlich zu sagen. Ja. Das ist auch so, wie es gerade gar nicht geknuspert hat, als wir den Wagen hochgelassen haben. Hier ist auch übel. Aber Hauptsache AMG-Paket. Ich kann jetzt nicht meine Faust hier gerade im Schweller stecken.
das ist nicht wahr, ne? So, das hier, wir können den Taschenlampentrick machen. So, pass auf, wir lassen die Taschenlampe hier einfach drin fürs nächste Mal. Er ist nicht wahr, ne? Ja, Substanz ist noch gut, sagst du, ne? Jo, einwandfrei, also der hat auch kein Rost. Junge, 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 Junge. Hey, zieh da nicht so doll dran. Hier, komm mal her, halt dir das mal an. Ja, soll das nicht so? Ist das kein gesundes... Nö, das ist... Mir fällt halt der Querlenker raus. Also mir wird gerade ein bisschen warm hier, um ehrlich zu sein. Hier auch überhaupt nicht, überhaupt nicht. Gut, der hat halt fast 400.000 gelaufen. Ne? Das ist, ja. Ich finde, das ist noch gut, das ist noch im Rahmen. TÜV ist ja, oh, das ist auch gerissen, ne? Naja, also... Das ist alles, ich meine, was auf dem Bremsbelägen drauf. Radlagerspiel. Nö. Ich glaube, das erklärt auch das Gewackel alles. Ne? Da klappert nur die Bremsscheibe schon am Bremssattelhalter, aber egal. Hat auch eigentlich überhaupt gar kein Spiel. Also so gar nicht. TÜV läuft im September aus. Ich glaube, ich muss da noch ein bisschen sportlich ran. Weh, du kommst hier noch mal her. Alter Schwede, Katastrophe. Was ist hier, Beton untergeschmiert worden oder was? Guck dir das mal an. Das ist Beton, oder? Die mittlere Unterbodenpappe gibt's gar nicht mehr. Wow. Was machst du? Ich habe halt kontrolliert, ob die ABC-Dämpfer gut sind. Alter, die sind trocken. Was ist das? Ist das Rost? Nein. Nein. Ey, es ist nicht wahr, ne? Damit traust du dich hierher. Gott, jetzt ernsthaft? Das ist wie Betonversiegelung oder so. Das habe ich noch nie gesehen. Was schmiert man denn da? Glaubst du, das ist Absicht? Der verrostete CL überhaupt. Also, guck dir das mal an. Hier, guck, das ist ja alles Blätterteig, das ganze Ding. Ja, was sehen die Mädels von oben ja nicht? Das sind Dämpfer. Du hast ja so lustige Mercedes-Werkzeuge, dass du mir vielleicht kurz da die Riemenscheibe draufhaust. Leute, macht mich nicht schade. Ja, sie macht halt ein bisschen Geräusch. Aber... Du kannst ja mal einen Blick draufhalten. Ich war sogar hier. Komm mal her. Guck mal, ich habe hier sogar Werkzeug mit, falls Pierre noch Werkzeug braucht. Ah, habe ich mir hier so ein schönes Set besorgt. So, was sagst du denn dazu? Das ist doch herrlich hier, oder? Hey. Richtig investiert. So gibt's das zu kaufen? Ja. Ich verbaue ja nur original Mercedes, aber das habe ich auch noch nie gesehen. Das gibt's als Set zu kaufen? Ja. Das sieht gar nicht schlecht aus, ne? Also, wenn man mal die betrachtet, die da drin ist. Mit Wellendichtring. Und gewuchtet. Kennt man gar nicht von meinem Content, ne? So Qualitätsteile. Boah! Respekt. Und du sagst, das eiert? So, schmeiß mal an den Mobil. Ja, ich glaube, aber du brauchst eine Schutzbrille, so wie das eiert. Nicht, dass dann aber nicht erst fahren lassen, oder was? Schon klar. Boah, mach aus! Mach aus! Ja, Schutzbrille, Helm. Atomschutzbunker. Alter Schwede. Wenn ich dabei gehe, produziere ich ja hier mehr Baustelle als alles andere. Hier hat einer schon mal eine Pleuelschraube oder so in den Riementrieb eingebaut. Bitte? Ja, hier. Guck mal, eine Vielzahnschraube. Ja. An der Stelle habe ich im Leben noch nicht gesehen. Vielleicht macht die Geräusche. Die Schraube, ja, bestimmt. Ich ziehe mir jetzt aber erstmal Handschuhe an. Vielleicht so ein Ganzkörperanzug wäre besser bei der Karre. Ist das ernst gemeint mit der Schraube? Ja. Warum ballert man da eine Pleuelschraube rein? Immerhin der Ölkühler ist dicht. Hilft mir noch Finger abschneiden oder einlegen in Persil, habe ich früher gemacht. Brennen dir die Pfoten und die sind feuerrot. Gucken, das ist bestimmt alles so festgegammelt, da kriege ich jetzt gerade gar nichts los. Vor allem ist auch nicht warm, ne? Stabile 100 Grad. Und du bist jetzt hier zufällig vorbeigefahren, oder? Ja, ich dachte, ich mache mal so ein Hypermiling und bin dann auf die Autobahn. Und dann dachte ich so, ach komm, einmal bei Pierre vorbeigucken. Riemen hatte ich natürlich durch Zufall hinten im Kofferraum mit dabei. Aber es endet auch immer in einer Katastrophe, wenn du hier auftauchst, ne? Ach komm, der ML ist doch nichts dagegen hier. Jetzt haben wir den Riemen blockiert. Ja, das kriegen wir hin. Das kann ich von meiner S-Klasse. So, wenn es so knackt, wie es gerade knackt, ist es falsch. Ja. Hauptsache erstmal hochbiegen, so eine
schöne Aluminiumhaube. Gutes Personal ist schwer zu finden, ne? Ich habe gesehen, du suchst irgendwie Werkstattmeister und sowas, ne? Werkstattmeister? Ja, ich suche... Also ein bisschen aushilfstechnisch? Ja, nee, nicht aushilfs, Vollzeit, ne? Vollzeit? Ja. Ich hatte schon überlegt, mich Teilzeit, so als Karosseriebauer und sowas. Karosseriebauer, also das macht dir gar ja. nicht, ne? Nur Motoren und Getriebe. Das okay. Ich mach alles, woran ich Spaß habe. Und an Mercedes-Fahrzeugen, die gepflegt sind, habe ich auch gepflegt. Viel Spaß. Ist auch nicht ölig oder so. Das ist auch überhaupt nicht glänzend oder so. Also ein bisschen Geschichte hat diese Motorraumverkleidung schon. Ja, das klingt doch top. Ja. Ist es zu laut oder? Nö, kein bisschen. Also dürfte gar keine Geräusche machen, ne? Der. Was ist das? Das ist ein Wasserpumpenlager. Das ist nicht gut, ne? Hier. Das heißt nichts Gutes, oder? Ja, das ist ein bisschen Rost da drin wahrscheinlich oder so. Das ist alles gut. Lichtmaschine ist top. Okay, naja, wenn du das hast. Ja, okay. Ich glaube, Pierre hat den schon ganz schön fertig gemacht. Aber ich glaube, er macht den Wagen. Ah ja. So, das ist doch Spezialwerkzeug, oder? Wollen wir mal gucken, ob das auch passt. Danke. Bitte. Sieht passend aus. Aber noch mehr Probleme haben wir ja nicht im Monat 13. Nein. Das ist ja kein blöder. Keine eingelaufenen Hydrostöße, keine abgewetzten Wetznockenwellen. Das ist Sprühkram, ey. Das ist schon so vergammelt, da passt das Spezialwerkzeug nicht mehr rein. Da unten, ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera sieht, da liegt überall der Ranz rum. Es tut mir auf jeden Fall sehr leid, dass ich hier deine wunderschön saubere Werkstatt mit meinem Ranz hinterlasse. Ich möchte nicht wissen, was da nachher alles rumliegt. Hauptsache, ich habe das hier schnell fertig. Boah, der Schwede, ey. Junge, ist ja überhaupt nicht angezogen hier. Oh, Alter. Glaubst du, da war schon mal jemand bei? Nee, das glaube ich nicht. Ist auch überhaupt nicht vergammelt. Also echt kein Stück. Genau deswegen bin ich nämlich hergekommen. Ich hätte keinen Plan, wie ich das selber öffne. Durch Zufall. Hinten alles im Kofferraum. Ja, ja. 1,20 Meter. Und alles, was geht. All in. Ich will gar nicht fragen, wie ihr das gemacht habt. Ich glaube, irgendwie improvisiert auf jeden Fall den Schlossträger und sowas weg und dann irgendwie da irgendwas draufgeschweißt. Draufgeschweißt und dann festziehen mit... Achso, festziehen, ja, das wäre dann das nächste. Mit dem Schlagschrauber hätte ich das, glaube ich, gemacht. Festziehen mit dem Schlagschrauber. Ja. Nach Drehmoment. Nee, einfach drauf. Ich bin nur ehrlich, also, so hätte ich es gemacht. Einfach festknallen, die Scheiße, genau. Aber es geht ab, das ist unglaublich, es geht ab. Guck mal, das hätte ich nicht gedacht. Hier, guck dir das mal. Hier, guck mal. Hast du sowas schon mal gesehen? Nee. Unglaublich. Und den Simmering soll ich dir jetzt auch mitwechseln? Weiß ich nicht. Die Frage ist, ob wir uns damit einen Gefallen tun. Aber ich bin immer so, wenn es nicht sifft, dann wird es auch nicht gewechselt. Tja. Never touch a running system. Ja. Also ich sag mal, das ist das einzige Teil an diesem Motor, was nicht ölt. Das ist ja echt unglaublich. Ja, also ABC-Dämpfer vorne links, vorne rechts, da ölt auch nichts. Also ich will hier eigentlich nur schnell fertig werden. Schnell weg von dem Auto. Zack, draußen ist er. Ich glaube, das war doch ganz gut, dass wir den rausgeholt haben. Ja. Dass die Simmering-Oberfläche schon Gammel hat, habe ich auch noch nie gesehen. Den kannst du da lassen als Negativbeispiel für unsere Ausstellung. Da können wir das mal ein bisschen sauber machen. Da ist vorne so eine richtige Dreck-Rostkante drin. Jetzt bin ich mal echt schwer gespannt, ob das auch echt alles so passt. Mit einem Tropfen Öl geht das Ganze natürlich immer ein Stück leichter. Das wünscht man sich halt anders. Top Sache. Ja, was ziehen wir ran? Ultra wichtig, wenn man eine Schraube anzieht. Auch immer ein Tropfen Öl aufs Gewinde. 200 Newtonmeter und 90 Grad. Ja, machen wir erstmal unsere 200 Newtonmeter. 200 Newtonmeter ist schon was. Ich reiß der ganze Motorblock außen an. Reißen die Motorlager raus. Ja. Kurbelwelle bricht. Also langsam verstehe ich auf jeden Fall, warum du sehr interessiert warst, wie ich das auf Huschweise lösen würde. Ja, und vor allen Dingen ist auch schön, ne? So einfach mal 19 Uhr unter der Woche hier aufschlagen. So, kannst du mir mal eben weiterhelfen? Ich habe da ein Problem. Ach komm, war doch jetzt immer eine Schraube, ne?
Was war das? Eine Schraube. Eine Schraube. Kannst du mir mal eben bei einer Schraube helfen? So, gut. Ja, jetzt aber. Das ist ein Krampf, ne? Deswegen bin ich da auch nicht scharf drauf. Da freust du dich bestimmt schon auf mein M113 Kompressorprojekt. Oh ja, 113 Kompressor ist auch was Feines. Hier ist schon dieser ganze Schmand drin. Mhm. So, und jetzt poltert der Riemen darüber und macht natürlich auch Geräusche, ne? Ja. Und ich kratze das echt wenigstens einmal aus. Hier sieht man richtig die Ablagerung drin. Ja, volle Pulle. Das ist es. Und auch hier, guck mal, siehst du diese Ablagerung auf der Rolle hier oben drauf? Ja. Ja, das ist halt auch nicht schön, ne? Die Rollen sind erstmal gereinigt, ne? Die Wasserpumpe musst du irgendwann mal machen. Aber du hast hier diese Geräusche gehabt. Weißt du, was du jetzt mal machst? Start mal den Motor einfach kurz, die Lichtmaschinenkontrolllampe an. Ja. Und die Wasserpumpe läuft nicht mit, aber nur einmal kurz laufen lassen, damit wir mal hören, wie sich der Motor ohne Nebenaggregat anhört. Oh, der schnurrt ja. Hör mal. Ja? Ganz. Aber er schüttelt sich, ne? Ja, gut. Das ist jetzt für den auch eine neue Situation. Also ohne Riemen, Nebenaggregatetrieb. Aber das, was du jetzt hörst, ist Steuerkette, ne? Dieses Dreck. Ne? Aber dann laufen die auch noch irgendwie rein. Ne? Fehlercode direkt Stopp, ABC zu tief. So, neuen Riemen hast du auch mitgebracht in dem super duper Kit. Selbstverständlich. Und das sieht schon aus wie. Naja. Den muss man jetzt hier natürlich schön reinpuzzeln. Jeder, der das zum ersten Mal macht, sollte sich das auf jeden Fall aufmalen. So, was immer ganz wichtig ist, dass der Riemen auch überall in den drin liegt und wie wir sehen, auf der ABC-Pumpe liegt er nämlich nicht richtig drauf. Das geht dann genau 30, 40 Kilometer gut und dann steht die Fuhre wieder. Ja, oder schlägt der weg. Das haben wir bei den M113 Kompressormotoren ganz häufig. Gleiche Riementrieb, nur wir haben hier so eine Doppelrolle. Ja, da läuft hier im Prinzip der normale Riemen drauf und hier der Kompressorantrieb und dann schlagen die Rollen aus. So, dann fängt das erst an zu quietschen und die Leute bauen neuen Riemen drauf, bauen noch einen neuen Riemen drauf und irgendwann schlägt das Ganze um, schlägt es weg und frisst teilweise sogar die ganzen Kabelbäume hier auf. Und dann hast du richtig Schaden. Die Rolle kostet rund 500 Euro plus Mehrwertsteuer. Dieses Ding lassen wir gerade nachproduzieren in Billet, also in gefräst, richtig schön, so ungefähr. Hier liegen nämlich einige Prototypen rum und die gibt es demnächst bei uns. Den ganzen Riementrieb in Aluminiumrollen zu kaufen. Also wenn ihr da Interesse habt, guckt mal in den Motorenzimmer-Webshop rein. Gleich ein bisschen Werbung gemacht hier. Kompressor-Kit in kann. Riemen ist drauf. Jetzt startest du nochmal. Aber ich glaube nicht, dass dein Geräusch weg ist, weil ich meine, es ist die Wasserpumpe. Aber starte mal. Also, für mich ist das die Wasserpumpe. Ich hatte ja vorhin hier mit meinem... Ja, halt mal nur das Ohr hier drauf. Oh ja, oh ja. Die Riemenscheibe ist nicht mehr am Wackeln. Da unten ist die Riemenscheibe jetzt natürlich nicht mehr am Zittern. Ne? Die läuft natürlich schön so, wie sie laufen soll. Ne? Und das ist hier die Wasserpumpe. Je nachdem, wie das im Inneren aussieht, kann es natürlich auch sein, dass die Wasserpumpe von den Flügeln so beschädigt ist, dass deswegen deine Wassertemperatur minimal zu hoch ist, aber die ist natürlich nicht dramatisch zu hoch. Aber Wasserpumpe wechseln ist natürlich nochmal ein super Job, aber das kannst du ja mal so eben. So zwischen 19 und 19.30 Uhr wechselst du bei dir nochmal schnell die Wasserpumpe. Freunde, es ist mittlerweile ein bisschen dunkler. Wir haben den Wagen nochmal ausgelesen und dabei kam raus... Drucksensor hat ein fehlerhaftes Signal. So, jetzt haben wir uns das hier angeguckt. Das ist natürlich hier alles schon so ein bisschen lose und verrostet. Und hier auf der Rückseite, hinter dieser verrosteten, massiv verrosteten Schraube, ist das Kabel geknickt. So, und jetzt wollen wir mal ganz spannend probieren, hier diese Schraube herauszuschrauben. Finde ich lustig, dass du das überhaupt noch als Schraube bezeichnest. Das war mal irgendwie ein E8. Also so theoretisch. Doch so ein bisschen. Und sie lässt sich drehen. Ey, das ist hier Mercedes-Qualität. Guck dir das an. Hier. Ja, hundertprozentig. Kann man nichts Negatives so sagen. Ja, verdreht. Hier, guck mal, siehst du das hier? Den Knick? Ich will das jetzt hier auch gar nicht so weiter. Was hat das als Konsequenz? Das sogenannte MAP-Sensor. Ja, der misst halt den Saugrohrdruck.
Und den Saugrohrdruck braucht das Motorsteuergerät, um die korrekte Kraftstoffmenge halt zu berechnen. Und ja, wenn dieser Drucksensor halt nicht richtig arbeiten kann, dann passt die Kraftstoffmenge nicht. Und wenn die Kraftstoffmenge nicht passt, dann verbrauchst du im Prinzip vielleicht zu wenig Kraftstoff oder zu viel Kraftstoff. Und das ist natürlich schädlich für den Motor. Auch zu wenig Kraftstoffverbrauch kann schädlich für den Motorlauf sein. Der Schlauch war natürlich echt komplett geknickt und auch echt rissig, wie man hier sieht. Und jetzt gibt es hier die originale Mercedes-Schraube hier gegen die neue. Man sieht ja, wie dreckig meine Handschuhe sind. Ich glaube, das habt ihr in meinen Videos noch nie gesehen, dass die Handschuhe so dreckig sind. Also jetzt brauche ich zum ersten Mal wirklich Handschuhe. Nicht nur die Handschuhe. Das war die Hebebühne eben gerade, die ihr gesehen habt, wo der Rost auf der Hebebühne klebt. So, jetzt bin ich mal dann gespannt, was du sagst, wie der Wagen läuft. Weil das ist wirklich, das macht für das Motorsteuergerät echt eine ganze Menge aus. Im Prinzip haben wir jetzt schon mehr abgearbeitet, als du dir wahrscheinlich vorgestellt hast. Auf jeden Fall. Ich glaube, du hast auch hier echt noch genug Baustellen, wenn ich mir das hier so ansehe. Auch, ich glaube, hast du das mal gezeigt hier deinen Abonnenten, wie es da drin aussieht? Die Ölkruste hier an deinem Öldeckel, ne? Also das ist hier schon echt hardcore. Ja, einmal eine Spülung durch. Ja. Dann hat man einen besseren Effekt, weißt du, vorher zu nachher. Ja. Mit Absicht. Ja, hundertprozentig. Also da bin ich mal gespannt, was du da noch so richtig rausholen kannst hier bei dem Wagen. Weil da hast du genug Baustelle, definitiv. Ich weiß auf jeden Fall, dass ihr richtig Bock habt auf den Content im CL500. Vielen Dank. Ja, Pierre, nicht dafür, alles für gut. Für die spontane Hilfe. Schaut ja sehr gerne beim Motorenzimmer auf dem Kanal vorbei. Infokarte, alles hier irgendwo. Ich würde mal sagen, ich fahre jetzt zurück nach Hamburg. Euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß.